Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es in der Überschrift schon gelesen, ich nehme euch mit zum Friseur, denn ich bin gerade nicht so zufrieden mit meinen Haaren. Es kommt auf jeden Fall was ab von der Länge und was mir noch viel wichtiger ist, ich möchte Farbe haben. Und zwar möchte ich heller werden. Und wie das Ganze so abläuft, das zeige ich euch gleich. Und das Endergebnis seht ihr dann, wenn ihr dran bleibt. Und jetzt ganz viel Spaß dabei. Und hier sitze ich auch schon bei meiner Lieblingsfriseurin und ich fange gleich mal an, euch zu erzählen, was sie da macht. Hier bekomme ich die Paintings gemacht. Das ist so eine Färbetechnik, die eben dafür sorgt, dass die Strähnen sehr natürlich fallen, dass das nicht solche Blocksträhnen sind, im Gegensatz zu diesen Foliensträhnen. Und ich habe mir mehr Strähnen machen lassen als sonst. Hier wird das Ganze ausgewaschen, nachdem ich unter dieser Haube da saß. Ich habe natürlich alles ein bisschen beschleunigt hier, das hat dann echt viel länger gedauert. Und hier bekomme ich doch eine nette Kopfmassage und dann geht es auch schon ans Schneiden. Und von der Länge kommt gar nicht so viel ab. Ich wollte einfach nur einen geraden Schnitt haben, weil ich eben bei dem letzten Friseur, da habe ich ja diesen Job for a Day mit Ponk gemacht bei einem Friseur. Und der hat mir die eher stufig geschnitten und ich wollte sie aber gerade. So wie von Close Encounters die Jenny von einem Jenim. Und das gefällt mir ganz gut, wenn die einfach ganz gerade fallen. Am liebsten hätte ich sie vorne am längsten gehabt, geht aber leider nicht, weil der Friseur mir da letztens da eine starke Stufe vorne reingeschnitten hat. Deswegen ist es vorne minimal kürzer, also die ersten Strähnen sozusagen. Ansonsten ist es aber so, dass es vorne ein bisschen länger ist oder eher gerade ist im Vergleich zu hinten. Und hier sieht man auch schon die Farbe. Hier wird nochmal korrigiert von der lieben Julia. Und ja, der Salon befindet sich übrigens in Geroldsheim. Das ist ein Dorf in der Pfalz. Und ja, ich bin da schon sehr, sehr lange und bin mit Julia immer sehr zufrieden. Und deswegen bin ich da auch wieder hin. Das ist kein Werbevideo, sondern das ist wirklich meine Friseurin, die ich auch bezahle. Und ja. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie das Ganze so immer abläuft. Und hier schneidet sie nochmal nach und man sieht jetzt wirklich schon im trockenen Zustand, dass ich heller bin. Aber es sieht nicht aus wie gefärbt, oder? Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich finde, das sieht trotzdem noch sehr natürlich aus. Und da ich in letzter Zeit eher Wellen trage, wollte ich aber mal so sehen, wie es aussieht, wenn die Spitzen geklettet sind. Deswegen hat Julia hier nochmal ja, das Kletteisen zu Hilfe genommen, um mir dann zu zeigen, wie es dann ganz glatt aussieht. Und das sieht dann so aus. Und ich finde es richtig cool. Bei der alten Frisur hat mir das ganz glatt irgendwie nicht gefallen, wegen diesen Stufen. Das sah immer so ein bisschen Oma-mäßig aus. So ist es aber ganz okay. Und ja, dann gleicht sie hier vorne nochmal diese Stufe an, die ja leider da ist. Wie gesagt, mir wäre es lieber, wenn sie vorne ganz lang wären, also länger und hinten ein bisschen kürzer. Und ja, das war's auch schon. Ich schreibe euch mal in die Infobox, wie der Friseur heißt, also Singhof in Geroldsheim. Falls ihr da aus der Nähe seid, kann ich euch Julia und generell den Friseur sehr ans Herz legen. Und hier bekomme ich das Ergebnis präsentiert. Und ich bin zufrieden, auch wenn ich nicht so aussehe. Das ist wieder mein Bitchy Resting Face. Ich war irgendwie so konzentriert. Ich bin wirklich zufrieden. Und hier sieht man die Farbe nochmal. Ja, und den Schnitt und ich zeige es euch gleich aber nochmal vom Namen. Das ist also das Endergebnis. Das ist dieser momentan angesagte Clavicut. Also Clavi heißt, glaube ich, Schlüsselbein. Und das geht ja auch bis zu den Schlüsselbeinen. Ich mag es total gerne. Ich habe mir die Haare extra glatt machen lassen, weil ich wirklich sehen wollte, wie das ganz gerade, ganz sleek aussieht und mir gefällt es super gut, entweder mit dem Mittelscheitel oder auch gerne mit dem Seitenscheitel. Jetzt hier drin sieht man die Farbe gar nicht so, aber ich habe mich extra draußen nochmal abgefilmt, damit ihr das Ganze nochmal besser seht und das zeige ich euch jetzt nochmal. Also super
zufrieden. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat, dass ich euch mitgenommen habe zum Friseur und euch so ein bisschen die Technik verraten habe, denn ich werde sehr oft danach gefragt, wie ich denn die Strähnen in meine Haare bekomme, weil das sieht ja schon eher natürlich aus, ne? Das ist eben dieses Geheimnis dieser Paintings. Und deswegen habe ich das mal mitgefilmt für euch. Wenn euch das gefällt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und freut euch auf die nächsten Videos, zum Beispiel morgen. Da seht ihr dann die Haare nochmal mit Wellen, wie das Ganze aussieht. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich verlinke euch jetzt hier unten nochmal zwei Videos. Einmal zeige ich euch hier, wie ich meine Haare immer selbst geschnitten habe, als sie noch lang waren. Wie ich mir selbst die Spitzen und die Stufen geschnitten habe. Ich finde, das kann man bei langen Haaren auf jeden Fall machen. Da fällt das nicht so auf. Und daneben verlinke ich euch mein Bitchy Resting Face Video, denn, oh mein Gott, wie präsent war bitte mein Bitchy Resting Face heute in diesem Video. Mir ist auch wieder bewusst geworden, dass ich damals als Kind schon immer oder als Jugendliche beim Friseur so oft gefragt wurde, ob es mir schlecht geht oder ob ich den Schnitt nicht mag. Also, meine Friseurin und ich, wir mögen uns total gerne, deswegen gehe ich auch ständig zu ihr, aber das sieht überhaupt nicht so aus. Es tut mir leid, dass ich so böse geguckt habe, aber... ich weiß nicht, ich war einfach in Gedanken und mir ging's gut. Ich habe mich gefreut über den Schnitt, aber man sieht es irgendwie nicht. Und wenn ihr das Phänomen nicht kennt, dass man immer böse guckt, obwohl man es gar nicht möchte, dann schaut euch auf jeden Fall das Bitchy Resting Face an. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und bis dahin, tschüss!